Kids Flash. Für die professionelle Hilfe in alpinen Notsituationen ist der Einsatz der Bergrettung von enormer Bedeutung. In der Villa Zurner wurde der Ortsstelle Kitzbühel nun von der Stadtgemeinde eine Wohnung zur Verfügung gestellt, in der es für die Einsatzbergretter jetzt unter anderem Spinde, Schuhtrockner und so weiter für die persönliche Einsatzausrüstung gibt. Die Kitzbüheler Innenstadt wird heuer durch massive Bauarbeiten stark belastet. Während beim Kirchberger Tor bereits gepflastert wird, erfordern nötige Infrastrukturmaßnahmen wie Strom- und Gasanschlüsse wieder Grabungsarbeiten entlang der Häuserfront von der Stadtapotheke bis zum Hotel Tiefenbrunner. Durch den Neubau der ÖBB-Unterführung Vordergrub kommt es vom 18.03. bis zum 2.08. zu einer Sperre der Unterführung. Die Pkw-Zufahrt ist in dieser Zeit über den Römerweg sowie über eine Privatstraße von der Siedlung Frieden über die Stegerwiese möglich. Der Andrang war riesengroß, der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Landesmusikschule Kitzbühel zum Kindermusical einlud. Der Tag, an dem es Flupp machte, ist ein amüsantes, aber auch sehr zeitgemäß kritisches Musical zum Thema einzigartig sein, aufgeführt von Schülerinnen und Schülern der Landesmusikschule Kitzbühel. Ende März gab es heuer bereits den ersten Kitzbüheler Genussmarkt in der Hinterstadt. Einen Tag vor dem Palmsonntag stand dieser Genussmarkt natürlich ganz im Zeichen von Ostern. Unter dem Motto »Sagen, was Sache ist« haben bei der diesjährigen Bezirksausscheidung zum Jugendredewettbewerb knapp 20 Jugendliche ihre Meinungen, Ideen und Gedanken zu den unterschiedlichsten Themen einer fachkundig besetzten Jury vorgetragen. Doch mit dem Guten kommt auch das Schlechte. Denn soziale Medien haben auch viele Schattenseiten. Eines der Hauptprobleme ist die unrealistische Darstellung von den Körpern anderer. Überall sehen wir Bilder von Models und Influencern mit scheinbar perfekten Körpern. Sie sind durchtrainiert, gebräunt und immer kameratauglich. Doch in Wirklichkeit sind diese Bilder oft stark bearbeitet, gefiltert oder inszeniert. Gleiches Gehalt, eine Chance. Feminismus erfordert viel mehr Balance. In jeder Karriere, in jedem Raum, die Frauenstimme stark wie ein Traum. Körperbilder, keine Grenzen setzen. Feminismus die Normen ersetzen.
Der Jugendredewettbewerb ist eine jener Veranstaltungen, bei der es wirklich nur Sieger gibt. Denn alleine schon durch das Engagement und den Mut zum Mitmachen hat jeder der Teilnehmenden sehr viel gewonnen. Ostern in Kitzbühel startet alljährlich unter anderem mit der Enthüllung eines riesen Ostereis. Dieses Jahr wurde das Ei von der jungen Schweizer Künstlerin Celine Liebi gestaltet und mit wunderschönen Blumenmotiven versehen.